Tag alle zusammen. Guten Tag. Hallo. Wie geht's? Mir geht es prima. Ausgezeichnet. Und wie geht es Ihnen? Auch gut, danke. Aber wo ist Maria? Guten Tag. Es tut mir schrecklich leid, ich bin zu spät. Es ist kein Problem, setzen Sie sich bitte. Aber was ist passiert, Maria? Sie sehen ganz gestresst aus. Ja, wissen Sie, ich habe meinen Zug verpasst, weil jemand mein Geldbeutel gestohlen hat. Oder ich habe es verloren. Aber was sagt man in dieser Situation? Man hat gehabt. Was hat Maria gehabt? Schwein. Ja, sehr schön. Maria hat Muskel gehabt. Unglück. Auch gut. Oder Maria hat Pech gehabt. Richtig. Das war Pech. Und haben Sie schon mal was verloren und dann vielleicht wieder bekommen oder gefunden? Erzählen Sie bitte in Gruppen. Hast du das wiedergefunden? Ja, in meinem Kühlschrank. Sehr schön, danke. Wo ist meine Tasche? Sehen Sie bitte die Bilder an. Was denken Sie, passiert ist? Der junge Mann hat seine Tasche verloren. Nein, hat sie im Bus vergessen. Aber es ist kein Bus, es ist ein Flugzeug. Stimmt. Richtig. Okay, bitte sehen Sie die Bilder und ordnen Sie die Ausdrücke zu. Dann erzählen Sie bitte die Geschichte abwechselnd. Vielen Dank. Und was ist das Gegenteil von Pech? Glück. Richtig. Okay, schauen Sie bitte diese Aussagen von bekannten Menschen an und wählen Sie eine, die Ihnen am besten gefällt. Mir gefällt die Aussage, dass Glück ist die Übungssache. Mhm. Ich bin einverstanden. Ich verstehe diese Aussage nicht. Was für Übungen muss ich machen, damit ich glücklich bin? Soll ich mehr Sport treiben? Und welche andere Bedeutung hat das Wort üben außer körperliche Aktivität? Zum Beispiel grammatische Übung oder Aufgabe. Richtig. Üben, das heißt das ständige Wiederholen von etwas, damit du es besser beherrschen kannst. Wenn ich eine Übung mache, muss ich das noch später mal machen? Ja. Nur einmal oder mehrmals? Mehrmals. Je öfter, desto besser. Richtig. Und wie kann man das Glück üben? Man muss öfter lachen. Man muss das Gute zu anderen Menschen jeden Tag machen. Man muss viel Schokolade essen. Das, glaube ich, ist die falsche. Okay. Und was bedeutet Glück für Sie? Bitte arbeiten Sie mit anderen Partnern und erstellen Sie Ihre 5 Top-Liste. Haben Sie rausgedacht? Wir sind dieselbe Meinung mit Lena. Nummer 1 ist die Gesundheit, Nummer 2 ist die Liebe, Nummer 3 die Arbeit, die du liebst, Nummer 4 genug Geld und die Nummer 5 ist das Reisen und Freizeit. Sehr schön. Und haben Sie dieselbe Sachen auf der Liste? Ja, wir haben im Prinzip ähnliche Dinge, aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Ja, Nummer 1 für uns ist unsere Familie, dann folgen unsere Freunde. Nummer 3 ist unser Hobby. Es macht uns sehr glücklich. Ja, und natürlich die gute Arbeit. Und Nummer 5 ist das leckere Essen. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Freunde. Das war's für heute. Die Hausaufgabe schicke ich Ihnen heute noch. Auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Tschüss.